Willkommen zurück hier vor den Toren und wir gehen rein. Nur noch ein Teil und der Stab der Vergessenheit ist vollständig. Du musst das Artefakt, das Hekuba dir stahl, finden, junger Freund. Das Artefakt, das dich hierher brachte, das Orb. Erst wenn das Orb auf den Stab der Vergessenheit gesteckt wird, kann die Schicksalsbestie ihre Macht entfalten und die bösen Seelen der Nekromanten für alle Zeit ins Orb verbannen. Nur dann ist deine Rückkehr möglich. Finde das Orb, sonst ist alles verloren. So, na dann kümmern wir uns erstmal hier drum und dann, ja, was machen wir jetzt? Wir gehen geradeaus weiter. Wo ist denn mein Gefährte hin? War dann noch da vorhin. Ich wusste es. Ah! Ich glaube, es hakt. Okay, also wir müssen die jetzt erstmal schön alle im Kreis irgendwie hinbekommen. 125 Schaden. Wow. Oh. Da. Also ich krieg die Zombies langsam hin, aber ich glaube, es geht besser mit magischen Flammen. Oh. Weil irgendwie scheint die mit Blitzen nicht zu verbrennen. Obwohl mal jemand mit sehr hoher Elektrizität wirklich Verbrennungserscheinungsschäden zufügen kann. Aber na gut. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen ruhiger sein, weil die ganze Zeit. Weil jedes Mal, wenn ich hier zauber, dann wird das so laut, da höre ich meine eigene Stimme nicht mehr. Das ist schon Wahnsinn. Okay, wir haben es überlebt. Das wäre ohne diese komischen Mana-Balken gar nicht möglich gewesen. Was haben wir hier? Schutz vor Gift. Als ob mich das interessiert. So, was haben wir hier? Okay. Aha. Das geht also bloß für den Ort hier vorne. Wenn ich jetzt weitergehen will, muss ich hier vorne irgendwas umschalten. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, weil ich komme ja klar. Ist jetzt tot. Jetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mana-Teile hier ein bisschen. Ne? Ah, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mana-Teile hier nicht so schnell und so viel regenerieren wie. Oh mein Gott. War doch hier irgendwas. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Aber. Ach nee, ich habe kein Problemchen. Ich renne einfach weiter im Kreis so lange, bis die sterben. So. Und wenn die halt durch einen dummen Zufall. Ach, komm schon. Oh. So. Ja, jetzt haben wir fast schon alle Aufladungen verrissen, aber wir haben ja nicht ohne Grund den stundenlang aufgeladen. Hallo? Was geht denn hier los? So, wir bleiben einfach hier stehen und befördern die damit irgendwie ins Jenseits. Oh, keine Mana mehr. Ah, shit. Und bam. Multikill, super. Ne, wir werden mal keine Schwerter mitnehmen, sondern bloß Schilde, weil ich habe das Gefühl, wir finden viele. Ach ne, bei Gelegenheit tun wir dann einfach umwechseln. So. Wir werden die Sachen einfach trotzdem mitnehmen. Und dann halt später einfach nochmal umschichten gehen, wie wir das halt so machen. Ne? Das ist ja anständig. Okay. Das war jetzt unerwartet. Und bam. Wenn die halt die Gelegenheit nutzen und da reinlaufen, wieso. Wieso gibt es überhaupt noch einen Schalter irgendwo? Er muss ja auch vorhin sein. Komm. Ah, nee, hier kann man ja noch irgendwas machen. Oh. Falsche Taste. Was haben wir denn hier? Skorpionenbann. Nichts Besonderes. Ah, oh, schade. Hier kann man nichts kaputt machen. Na gut, dann gehen wir halt ganz sachte an diesen komischen Spitzen vorbei. Oh oh. Das war jetzt eigentlich nicht so gewollt. Oh, krieg ich jetzt die Zombies da tot? Oh, endlich. Und wir haben wenigstens noch eine Möglichkeit gekriegt.
Moment mal. Nein. Ich kann mich selbst mit Telekinese wegschieben. Ey, wie geil ist das denn? Wow. Weg mit dir. Wow. Ich kann mich selbst mit Telekinese wegschieben. Ey, wie geil ist das denn? Wow. Schade, dass das dann nicht irgendwie am Charakter kurz festklebt. Das wäre geil. Nein. Schön wäre wenigstens, weil das Problem ist wirklich das Steuern der Telekinese, weil wenn man jetzt hier so dran ist, dann und dann schiebt es dann halt jedes Mal weg. Das ist ohne so ganz akkurat. Schön wäre es wenigstens, wenn man wie so eine Art Schieber noch vor der Maus hätte, damit man ein bisschen mehr Ahnung hat, was man jetzt so wegschiebt und was nicht, beziehungsweise damit man akkurater machen kann. Das ist nicht punktgetreu ist. Oh shit. Okay, war hier. Ja, genau. Hier waren die Viecher. Wir machen es einfach damit kaputt. Okay. Und meine Robe, die scheint mich langsam aber sicher zu heilen. Was auch gut ist. Das ist ja immer eine Heilungsrobe. Okay. Das scheinen mir wahrscheinlich die Fallen hier zu sein. Hopp. Oh Gott, nee. Hilfe! Wieso ging das auf einmal los? Oh. Ah, die Falle sieht man ja noch nicht mal. Das ist ja so ein Beschiss. Hilfe. Oh, nicht schon wieder. Irgendwie will meine Heilungsrobe nicht so heilen, wie ich das dachte. Ich hatte mir mehr von so einer Stufe 4 Robe erhofft. Da ist doch gerade was gewesen. Na gut. Okay, wir sind jetzt hier. Hier war, dachte ich, so eine. Gut, rennen wir hier einfach weiter. Und, yep. So. Und wir sind da. Hilfe. Das Ding tut mir weh. Okay, was ist das eigentlich? Lederstiefel der Energiepolarisation und des Läufers, was auch immer das ist. Hast du Stufe 3 wahrscheinlich? Nee, hast du Stufe 2. Was haben wir eigentlich für Stiefel? Hast du Stufe 4 oder so, ja. Und wir lassen das mal lieber bei Hassstufe 4. Ah, nicht Hass. Hast. Stufe 4. Weil es ist schöner. Gut. Hoppala. Schauen wir uns mal hier noch fix um. Und gucken, was hier in der Mitte so steht. Shit. Sag mal. Unsichtbarkeit. Yeah. Stufe 3 vor allen Dingen. Jetzt haben wir richtig akkurat vor allen Dingen diese komischen Fallen einfach total ignoriert. Ach nee, ich dachte, ich falle hier nirgendwo mehr runter. Aber gut. Das Schöne an der ganzen Sache ist wenigstens, wir haben hier alles deaktiviert und uns. Hier ist doch was. Meine Güte. Muss doch was sein. Das sieht aus, als könnte man das kaputt machen irgendwie, hä? Nee, weil das gehört irgendwie nicht zum Rest dieser Wand. Na gut. Gehen wir oben lang oder unten lang? Ich würde mal sagen, wir gehen unten lang als erstes. Ach, bitte nicht. Habe ich hier irgendwo Fallen übersehen oder so? Okay. Wieder eine weniger. Oh shit. Hilfe. Ist denn hier nirgendwo. Ja, mal wieder in dem Raum hier in der Mitte. Ja, aber es. Ja, genau. Es sind diese Fallen. Nichts wirklich Besonderes, aber sobald die hier runtergehen, dann haben sie mich halt erwischt. Oh, stopp jetzt mal. Geht doch. So, nehmen wir das mit und das mit und das mit. So, das hier und das. Guti. Noch fix zurückgehen, aufladen und dann geht's weiter hier unten. Wow, was war das gerade für ein Geräusch? Ich mag das Geräusch nicht. Das Geräusch kommt mir sehr suspekt rüber. Aha. So funktioniert das also. Ich höre die ganze Zeit Gegner. Das macht mir jetzt auch nicht gerade das Leben einfacher. Oh shit. Gut, geht los. Oh shit. Ah, komm. Was?
dreimal geschossen und nichts getroffen. Ist ja richtig peinlich. Na gut, wir holen jetzt mal mehr Mana und danach werden sie einfach größer. Na, explodiert doch. Hm. Die Methode ist mir eindeutig die liebste, weil da steht man einfach da und die Gegner kriegen Schaden ab und alles mögliche und es ist wundervoll. So, und jetzt haben wir sogar auch noch irgend so ein Dings verschwendet. Oh nein, oh nein, oh nein. Hoppala. Oh, ich dachte schon. Hoppala. Sag mal. Ich check's nicht. Wie soll ich denn diese dämliche Tür aufbekommen? Okay. Machen wir das halt mal auf die altmodische Art und zwar mit Telekinese. Wow. Wow. So, okay. Und mal wieder sind wir richtig badass. Gut, wo geht's denn mal hier unten hin? Ah. Und so ein Seitengang. Ah, scheiße. Ich hoffe einfach, ich habe noch genug Mana für beide Zombies. Ja, genau. Und das war's dann wohl. Muss ich halt so einen Feuerball drauf verschwenden. Na komm, ich will wieder hier hoch. Ich will wissen, wo es mich hier rausbringt. Aber ja klar. Hoppala. Oh, knapp. Wie lange das zum Aufladen braucht, ist ja krank. Okay, also hier geht's normalerweise weiter. Oh, shit. Die Viecher sind gefährlich. Also, dass die so viel Schaden machen. Magier, du hast versagt. Der Stab der Vergessenheit ist nicht vollständig. Dein Versagen bedeutet das Ende eines unwerten Lebens. Des Deinen. Das ist jetzt unschön. Aber den Todesscreen hatten wir schon mal. Ich dachte, da kommt jetzt was. Oh, jetzt. Ich dachte, da kam, käme jetzt was Spektakuläres oder so, aber ne. Boah, fuck, ey, machen die viel Schaden. Okay, das dürfte jetzt fast schon gewesen sein. Oh, oh mein, deshalb. Ich wundere mich, wieso die so viel Schaden machen. Dabei laufe ich hier die ganze Zeit in Fallen rein. Die sind so dermaßen gut versteckt, das ist... Boah. Spinnen beeindruckend. Oh, was haben wir denn hier oben? Eine schöne Truhe. Mit einem Blitzstab. Na gut. Blitzstab ist jetzt nicht so das Gelbe für Mai. Zumal das kein Aufladungsstab ist oder sowas. Wäre schon schön gewesen. Okay, also hier muss ich rechts vorbei und hier muss ich links vorbei und ich hoffe mal, hier ist dann nichts mehr weiter gewesen. Oh. Hier anscheinend auch nicht. Oh, shit, nein. Hilfe! Die machen mir Schaden. Die sind gefährlich. Sehr gefährlich. Ich bilde die Verrecke. Oh, ging doch. Ich habe jetzt irgendwas aktiviert. Ich habe keine Ahnung was. Nur Heiltränke, hallo. Als ob ich die brauche. Kann ja fast schon davon ausgehen, damit man sie hier nicht braucht. Na gut. Irgendwie habe ich in letzter Zeit Bock auf Project Nomads. Falls das jemand kennt, das ist ein wunderbares Spiel. Hallo, ich will da rein. Wie kriegen wir jetzt diesen Nekromanten so? Ach, einfach so wie sonst auch. Allen möglichen Zaubern von dem ausweichen und immer mit magischen Pfeilen. Ah, magische Pfeile sind so geil. Hilfe, Hilfe. Okay. Nein, shit. Oh, das war der falsche Zauber. Wo ist denn dieser Geist hin? Oh. Den Geist, den hat es anscheinend einfach so weggehauen. Boah, fuck, nein. Verreckt dieser Typ einfach mal. Boah, nein.
So, komm. Geht außerhalb meines Sichtfelds, wenn es geht. Oh, das Schöne ist, man kann wirklich im unsichtbaren Zustand sich selbst heilen. Das ist eine sehr gute Machart, wirklich. Okay, geht weiter. Wo ist dieses Mistding, ey? Ich rupp dem alle Flügel aus. Okay. Ja, wie kriege ich jetzt das Teil dazu aufzugehen? Müsste es ja eigentlich auch irgendeine Methode dazu geben. Musst du mal wirklich beide Hebel ziehen? Oder bloß einen?